Du beginnst eine kognitive Verhaltenstherapie. Und deine Therapeutin fragt dich zum Beispiel, warum kommen Sie zu mir? Welche Beschwerden führen Sie zu mir? Und du kannst dann zum Beispiel antworten, ich habe seit 3 Monaten furchtbare Angst, in den Zug zu steigen und mit dem Zug eine längere Strecke zu fahren. Ich bekomme Panikattacken, Beklemmungsgefühle, Schwindelanfälle und mir wird immer ganz heiß und ich fange an zu schwitzen. Und deine Therapeutin fragt dich dann vielleicht, warum denken Sie, ist das so? Was denken Sie, ist die Ursache für Ihr Problem? Wie machen Sie das? Sich in Angst und Panik zu versetzen, das ist harte Arbeit. Welche Vorteile haben Sie davon? Wenn Sie nicht mit dem Zug fahren können, eine Krankheit oder ein Problem hat auch immer einen Nutzen. Und vielleicht musst du einen Einschätzungsbogen ausfüllen. Und du musst dann aufschreiben, wie hoch ist die Angst? Was denkst du, wie schätzt du deinen Angstpegel ein, wenn du zum Beispiel in den Zug steigen musst? Welche Gedanken kommen, bevor sie in den Zug steigen? Welche Bilder tauchen vor ihrem geistigen Auge auf? Wo genau im Körper, das heißt, in welchem Körperbereich erscheint die Panik zuerst? Wie macht sie sich schon in den Anfängen bei ihnen bemerkbar? Wovor genau haben Sie Angst, wenn Sie in den Zug steigen? Und dann könntest du zum Beispiel antworten, die Kontrolle zu verlieren. Und deine Therapeutin fragt, gibt es noch andere Situationen, in denen Sie Angst haben, die Kontrolle zu verlieren? Was würde passieren, wenn Sie in der anderen Situation die Kontrolle verlieren? Was könnten Sie tun? Welche positiven Dinge könnten Sie sich selbst sagen? Was könnten Sie sich bildlich vorstellen? Welche Verhaltensweisen wären hilfreich? Was müssten Sie ändern? Was könnten Sie noch lernen? Und dann musst du auch vielleicht Hausaufgaben machen. Du bekommst Hausaufgaben auf und das heißt, dass du zum Beispiel jeden Tag zum Bahnhof gehst, in diesem Fall, und zum Beispiel zuschaust, wie die Leute ein- und aussteigen. Und dann, wenn du bereit bist, dann auch selbst wieder in den Zug zu steigen und vielleicht erstmal nur eine Haltestelle zu fahren und dann wieder auszusteigen. Und dann bist du wieder bei deiner Therapeutin und die fragt, wie hoch war die Angst dieses Mal in der belastenden Situation? Haben Sie irgendwelche Strategien, die Sie neu gelernt haben, angewandt? Hatten Sie eine Panikattacke oder war etwas anders als sonst? Was war hilfreich? Was hat Ihnen in dieser Situation geholfen? Und dann musst du wieder deinen Einschätzungsbogen ausfüllen. Und dann stellt sich die Frage, wie hoch war die tatsächlich gefühlte Angst dieses Mal? Vielleicht war sie ein bisschen geringer. Und das Ziel der kognitiven Verhaltenstherapie ist, in kleinen Schritten schädliche Denkmuster und ungünstiges Verhalten zu ändern, neue Bewältigungsstrategien zu lernen und ein eventuell verstecktes, tiefer liegendes Problem hinter dem Problem zu lösen.